Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind auf der Ringbahn Berlin unterwegs. Die wurde veröffentlicht, beziehungsweise ist jetzt noch in einem unfertigen Zustand, aber sie ist fast fertig und ich dachte, wir fahren da mal eine kleine Runde, weil ich ja so super beim S-Bahn-Fahren bin. Und ja, mal schauen, was die Strecke so kann, was vor allem unser Triebwagen hier so kann. Ja, optisch Geschmacksfrage. Wir werden den jetzt mal kurz aufrüsten. Wenn das denn tut. Ja, wunderbar. Sehr gut. Und wir machen schon mal die Tür auf. Störung. Ja, ja. So, die Türen sind offen. So, dich, Kollege, mal ganz kurz drücken. Dann, was ich jetzt gleich mal als erstes mache, ist Sifa ausschalten. Denn die nervt. Und dann werden wir noch die Anzeige hier einstellen. Ich glaube, ich werde das einfach mal Ringbahn eingeben. Na, wo ist es? Gesundbrunnen, BR, Flughafen Schönefeld, Grünau. Wo bist du? Alter, so viele Sachen zum Durchschalten. Okay, S42 Ring. Wird schon passen. Mein Kollege. So, Tempomat. Stellen wir mal auf 80. Ja, das war zu viel. Südli. Haben wir denn auch eine Passagieransicht? Jo. S42 nach Ringen, ja, das ist bestimmt richtig so. Okay, Tür zu. Und wir haben leider keine Videoanzeige. Aber was soll's. Kriegen wir auch so hin. Achso, wieder Speicherbremse. So, 50. Also erwartet nicht, dass ich da perfekt anhalte und so. Bin ja echt nicht gut im S-Bahn fahren. Ich bin schon mal ein paar Haltestellen gefahren mit der jetzt hier. War so semi-gut. Aber das Modell an sich schaut schon mal nicht schlecht aus. Tod ist auch okay. Ob er jetzt realitätsnah ist, müssen die Berliner jetzt hier sagen. Ob das soweit authentisch ist. Und natürlich, ob die Strecke soweit glaubwürdig nachgebaut worden ist. So, können wir denn hier irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Warte mal, Lichter sind ja an. Hinten rufe ich mal auch. Ja. So, da vorne ist schon der erste Halt, Wedding. Ja, das war zu viel gebremst. S42 Ring. Das schaut mal richtig aus. Okay. Halbwegs gut angehalten.
Was mir aufgefallen ist, die Türen gehen alle nicht zeitgleich auf. Die gehen ein bisschen versetzt auf. Müssen wir uns beim nächsten halt nochmal geben. So, liebe Leute, bitte einsteigen. Irgendwas ist komisch mit der Frau da. Was ist da los? Ich glaube, die möchte gern einsteigen, aber kann nicht. So, Tür zu. So, der Hartgas. Ansonsten, was haben wir denn hier sonst noch für Spielzeuge? Scheibenwischer? Das geht nicht. Pultbeleuchtung. Ja, okay, funktioniert. Makrofon. Oh, wow. Gewöhnungsbedürftig. Westhafen, nächster Halt. Mein Kollege. Ja, eine Stadtrundfahrt in 60 Minuten. Plus minus. Also es fehlt halt noch einiges an Detailarbeiten, wie ich das in der Beschreibung gesehen habe. Aber soll dann demnächst fertig sein. Mensch, das ist aber fies da. Ich bin jetzt auch in der Realität noch nie die komplette Ringbahn gefahren, nur Teilstücke davon. Bleib stehen. Ein bisschen zu weit. So, jetzt schauen wir uns das mit den Türen nochmal an. Jetzt, die gehen nicht alle zeitgleich auf. Naja, zumindest können es bei der ersten Tür noch gut aussteigen. Das passt schon so. Ah, hinter uns haben wir auch noch so ein Panel. Ach cool, das funktioniert sogar teilweise. Eine Chiffonsperre. Ah, sollen wir da losfahren? Hardcast. So, das habe ich noch nicht ausprobiert. Okay. Auch mal witziger Effekt. Kann man machen. 60 schon wieder. Bisschen drüber. Wird schon nicht schaden. Mal schauen, ob ich da noch den Sweet Spot finde zum Bremsen mit dem Ding. Ja, jetzt wird ein bisschen zu weit davor. Aber besser als drüber schießen. Das macht der Hintern. Ja, wunderbar. Ja, so rein von den Sachen, was hier so rumfahrt, ist jetzt nicht sehr spannend.
Also ich glaube, Ludmilla fährt rum, ICE fährt rum, klar, unser Triebwagen fährt rum, ein paar Güterwagen. Es sind auch, also es kommt auch mit drei Szenarien. Also einerseits auf zwei Fahrten, eine davon fahren wir jetzt hier. Und dann noch eine Güterzug-Ding mit der Ludmilla, wo wir hier auf der Parallelstrecke entlang fahren. Da habe ich mal kurz überlegt, ob wir das zuerst fahren, aber... Nee, lass mal S-Bahn fahren, auf der Ringbahn. Jungfernheide, da war ich schon mal. Naja, nicht wundern wegen der Stimme, bin nach wie vor erkältet. Jetzt dann schon seit fast zwei Wochen und will einfach nicht weg. So, mal Club Mate nebenbei trinken. Ah, ich liebe Mate-Tee. Könnte nicht ohne. Ansagen würde ich jetzt hier gar nicht mal so schlecht finden. Ja, das Bremsen ist jetzt noch nicht so ideal. Ach, warte mal, da steht ja 24. Muss ich nicht sowieso immer bei der halten? War da nicht irgendwas am Anfang? Nö. Das ist eine Briefingfenster, sehe ich jetzt halt nicht mehr. Könnte aber passen. Wie gesagt, kein guter S-Bahn-Fahrer. Bin schon glücklich, wenn ich am Bahnsteig stehe. Sag mal, das stimmt aber nicht hier, ne? Kann jetzt aber auch nicht weiter schalten. So, schauen wir mal um auf 80. Zeigt eigentlich innen nur irgendwas Spezielles an? Nö. Ja, da hinten sitzt sogar ein paar. Autoanschluss starten. Ja, sorry. Da ist gelb. Nix gut. Oder auch nicht. Okay. Ah, jetzt haben wir mit der Bahn einmal die Seiten gewechselt. War nicht klar.
Südli, Westend. Wo ist meine Tafel? Da ist meine Tafel. Ja, ich glaube, das kann man so gelten lassen. Schauen wir mal nach draußen. Ah ja, ein bisschen drüber. Moment mal, Autobahn da hinten. Staugefahr. Okay, das ist ein nettes Detail. Aber für Stau ist ein bisschen wenig los hier. Ja, ich glaube, das sind bestimmt jetzt noch so die Detailarbeiten, die noch gemacht werden müssen. So, Tür zu. So, Messenau, nächster Halt. Eigentlich wäre es noch witzig, mit den alten S-Bahn-Triebwagen zu fahren. Haben wir ja auch noch nicht gemacht auf dem Kanal. Was? Dünnet-Bier? Das ist echt ein Ding? Das ist doch wirklich so? Halt die Tafel, das ist ganz da vorne. Ja, ich glaube, es wird besser. Am Ende von der Ringbahn, glaube ich, mache ich dann den perfekten Stopp. Ich glaube an mich. Ah, da kommt ja die Ludmilla. Ich habe schon gefragt, wann sie kommt. Was ein lautes Ding. Südli, Türen zu. Jungfernheide, Westen, Westkreuz. Gegen den Uhrzeigersinn. Immer 60, na gut. Echt nur cool, dass hier jeder Haltepunkt anders aussieht. Was ist das eigentlich? Südele. Das sieht noch spannend aus. Moment mal, haben wir irgendwo... Na, das ist auf Fahrt. Das ist auf Halt. Da ist es so. Mit was kommt es in Berührung? Mit ihm hier?
Nee, oder? Also es könnte schon passen, dass es das Teil ist. Ich mache mal die Türen zu. Ist das einfach eine mechanische Notbremse, dass wenn man hier über Rot drüber pfeffert, dass das Teil das da unten umschmeißt und dann gibt es eine Zwangsbremse? Also wenn es das ist, warum macht man das dann nicht mit einem Magneten? Finde ich nur sehr interessant. Da auch. Vermutlich bei jedem Signal. Ja, da auch. Naja, drüber. Die werden mich nicht einstellen. So, jetzt nachdem wir hier im Freien stehen, kann man das mal genauer anschauen. Ja, es kann nur das sein. Das ist der Schuh. Aber ich sehe irgendwie die Verbindung nicht, oder es ist doch was anderes. Da hinten noch? Nee. Ist was, wenn der Zug dann losfährt? Machen wir hier mal die Türen zu. Will man das mal von der Position hier mal anschauen? So, der Zug. Tschüss mal. Mal, fahr mal bewusst ein bisschen langsamer. Ja, es muss das sein. Dann schauen wir doch mal, ob das wieder nach unten klappt. Ja, tut's. Ach, da hinten ist wieder 100 angesagt. Nice, kann mir da rasen. Darf ich schon wieder anhalten? Das hätte ich jetzt mal schön verbremst. Ja, voll reindrücken in den Bremshebel. Stehen, bleib stehen. Ja, noch davor. Ja, geil, er hat's noch genommen. Ja, nee. Fahrgastkomfort Zero. Warte, ich muss mal ganz kurz den Ventilator anders hinstellen. Bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Also ohne Ventilator momentan am PC sitzen geht irgendwie überhaupt nicht. Oh, ich hätte gern wieder Winter. Sudli. Tür zu. Dankeschön. Und los geht's. Heidelberger Platz, der nächste Halt. Schauen wir mal, dass wir das immer ein bisschen besser hinkriegen.
Also die echten S-Bahn hat bestimmt genau den richtigen Bremspunkt und wissen genau, wie sehr sie reindrücken müssen. Da fehlt mir halt einfach die Erfahrung. Südli, komm dann auf. Ah, ich weiß nicht. Also ich bin kein so großer Fan von dem Gesicht. Das ist irgendwie so... Ja, wie soll ich denn das beschreiben? Es wirkt irgendwie so... seelenlos, kann man das sagen? Weiß nicht, das... Bisschen neu, modern, ich weiß nicht, mir gefällt es irgendwie nicht. Ich meine, innen sieht er ja ganz gut aus, schön geräumig. Führerschein ist auch nett. Ich mag nur die Front nicht. Eigentlich wäre für die S-Bahn auch so ein ATU-Betrieb interessant. So wie sie es jetzt mitunter bei der Elisabeth Line machen. Auf Netzstrom ist das. Okay. Ja, lass mich zumindest bei dem anhalten. Naja. Man kann noch aussteigen. Ach, was. Das sagt mir, wie viel Strom ich generiert habe. Müssen wir beim nächsten Bremsen noch mal gucken, ob das nach oben geht. So, ansonsten nicht viel Spielzeug hier. Einmal für Ansagen hier Spielzeug. Fenster geht nicht auf, so wie ich das jetzt gerade sehe. So, schauen wir hier nochmal. 188, 102. Ja, doch. Verändert sich. Oh komm, bleib stehen! Ach, irgendwann treffe ich genau den richtigen Punkt mit genau der richtigen Bremskraft und dann bleibt er genau perfekt stehen. Ist aber auch irgendwie viel nix. Könnte vielleicht eine größere Abstellung oder sowas hier gewesen sein. Würde zumindest vom Profil her passen, dass das hier so rausgegangen wäre. Tür zu.
Oh, sogar die Feuerwehr unterwegs. Ah, stimmt. Das habe ich noch in den Notizen gelesen. Also Straßenbahn etc. Muss auch noch eingezeichnet werden. Perfekt. So, Tür auf. Tag der offenen Tore im S-Bahnwerk Erkner. Da mit dem Kollegen fahren, das wäre doch was. S-Bahn-Geschichte erleben am Bahnhof Erkner. Das sind halt mal echte Schönheiten. Vor allem er hier. Das sieht irgendwie am schönsten aus. Das ist mal so ein Dienstzug gewesen, der hier. Ich sehe jetzt gerade so zum ersten Mal. So, Delay. Einmal so. Mal schauen, was wir dann bei Erkner so alles sehen werden. Aber zu dem Zeitpunkt, wo das Video dann rauskommt, dürfte es dann schon einige Szenarien geben für die Strecke. Unter anderem auch mit dem historischen Material. Vielleicht fahren wir dann nochmal. Dann hätten wir es bis Berlin-Südkreuz geschafft. Oh, das war ganz schön mal ein Glasbunker. Bestimmt schön kuschelig warm im Sommer. Nicht ideal. So, Tür auf. Ich will mir da mal den Anzeiger hier angucken. Reiselektüre. Hier haben wir S46, Königs Wusterhausen, Flughafen BRT 1 und 2. Muss Fahrplanänderung wegen Bauarbeiten. S25. Zwischen. Oh, ich kann es nicht lesen. Ah, und da unten ist der reguläre Bahnhof. So. Ach Mann, ich muss schon wieder fahren. Ich kann nicht umsehen hier. So, ab die Post. Weg hier. Sagen, bleiben wir gerade schon mal bei 60. Ah, da hinten haben wir eine größere Abstellung. Strategisch gut platziert. Was fährt denn hier so alles rum da in dem nicht elektrifizierten Teil von der Strecke da?
zu Tempelhof. Sag mal, stand da nicht irgendwo... Ja, Bremsen... Boah, jetzt wird er nicht wieder so geil. Oh! Was? Wie jetzt? Moment. Was? Ihr habt die Flutlichter wirklich da so schräg rüber? Nee. Das ist ja mal krass. Oh. Okay. Moment mal. Boah, der Flughafen ist doch... Okay. Das ist... Okay, das ist wirklich mal... Wow. Das... Okay, wow. Das sehe ich jetzt wirklich zum allerersten Mal. Das ist ja mal nicht schlecht. Ja, kann man machen, ne? Okay, nächste Destination, Hermannstraße. Geht schon. Okay, das macht mir echt ein bisschen baff hier, diese Konstruktion. Geil. Oh, wir haben sogar ein bisschen Strecke. 3,2 Kilometer. Ist eigentlich... Ah ja, okay. 100 ist das höchste der Gefühle für den. Das heißt, wo bist du noch wirklich schneller fahren bei der S-Bahn als 100? Wieso bist du gelb? Das finde ich jetzt aber uncool, dass du da rot bist. Oha. Holz vorm Signal. Was los, Kollege? Lass mich reinfahren. Da ist doch gar keiner, oder? Ah doch, da ist jemand. Okay, dann haben wir da einen Kollegen eingeholt. Na gut, Zwangspause. So, und wo ist das eigentliche Signal für das? Ach, da hinten. Auch vor. Was? Stehen da echt nur die alten Signale hier rum? Also vorm Signal ist so. Ich meine, find's jetzt nicht schlecht. Yes, bitte von vorn.
Ja, schade, dass da gerade kein Zug fährt, dass man das in Action sieht. Mensch, was macht denn der ganze Müll da auf den Gleisen? Neue Idee. Für sowas gibt es einen Abfallbehälter. Ja, wenn es so ist, dann brauche ich mich ja jetzt eh nicht beeilen. Wenn ich dem Kollegen jetzt da die ganze Zeit hinterherfahren muss. Ist jetzt natürlich ein bisschen unglücklich. So, gehen wir mal freie Kamera. Tolle Klamotten, Essen und Trinken. Beste Werbung. Willis Bierquelle. Ich glaube, da will ich mal hin. So, rein in unser E-Spawn. Tun zu. Ja, wow. Ja, machen wir mal auf langsam. Ja, wäre vermutlich ein altes Stellwerk hier gewesen. Was jetzt ist? Oh ja, was wir doch verarschen. Jetzt stellt sich alles auf grün um. Ja, das sind ja auch noch alles, alle Formsignale. Und vielleicht wirklich mal die Ringbahn fahren. Also im Kompletten. Ja, sehr cool. Ich meine, ich den Halt hier merken. Neukölln. Um Signale beobachten. Silly. Tür auf. Das war jetzt eigentlich gar nicht mal so schlecht vom Anhalten, nur dass ich jetzt wieder drüber geschossen bin. Ich habe halt null Orientierung, wo wir jetzt gerade sind. Also ja, in Berlin, aber nicht halt auf der Ringstrecke gerade. Ah, halt. Ich bin so. Wäre vielleicht noch gut. Sonnenallee, nix da halt. Gleich da hinten. Wo auch immer es da hingeht. Ja, es wird, es wird. Oh, Ludmilla, die 2D. Wieder mit dem gleichen Wagen unterwegs. Oder ist es die gleiche Ludmilla? Und hat einfach den Ring schon mal gemacht.
Ringolidi. Stimmt, wo ist eigentlich der hin, der vor uns gefahren ist? Ist eventuell da nach rechts hinten abgebogen? Würde zumindest Sinn machen. So, Trap Tower Park, Gleis 4. Oh, was Größeres. Sogar mit kleinen Tunnel, so wie es aussieht. Hätten Sie gerne 80, können Sie gerne haben. Ja, da hat man es ganz gut gesehen, dass da noch ein bisschen Details fehlen. Es blinkt 60. Wieder rot, haben wir den Kollegen doch wieder eingeholt. Ah, das war kurz zu. Nur ein bisschen weiter. Einmal Türen auf und wir schauen uns hier mal um. Okay. Ausflugsdämpfer. Nächste S-Bahn. Ein bisschen länger, ne? Bist denn du Ferni? Ist da auch Ring oder was machst du? Nee, das ist eine S9, die zum BR fährt. Irgendwann zum Flughafen. So. Den ich auch noch nie gesehen habe. Wie ist das eigentlich mit dem alten Flughafen? Kann man den eigentlich begehen mittlerweile? Oder ist das noch abgesperrt? Moin, Kollege. Südli, dann hätten wir hier einmal das Kreuz. Ja komm, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Naja. Lass mal so durchgehen. Ey, ich bin immerhin noch davor. So, lass mal gucken. Jo, fett Ostkreuz. Ganz viel nix.
Okay, das klang jetzt gerade irgendwie schräg. Und hier unten der Intercity-Verkehr und so. Ja, ich glaube, die Strecke schauen wir uns nochmal an, wenn sie fertig ist. Was sich dann so optisch dann getan hat. Südlee. Nächster Halt, Frankfurter Allee. Was? Also ich hoffe wirklich, dass wir noch da bei Erkner irgendwie vorbeidüsen. Würde ich schon gern sehen. Könnte natürlich sein, dass es überhaupt nicht bei der Ringlinie da ganz in der Nähe ist. Wie gesagt, ich kenne mich dort so wenig aus. Warum denn 50? Ist die Kurve da so eng? Ringbahn. Ja, cool. Langsam läuft es. Auf. Und da haben wir einen nicht sehr schnellen ICE. Wo müssen du hinfahren? Moment mal. Was zum... Was war das denn jetzt? Warum sehe ich immer so komische Sachen, wenn ich da rumfahre? Ich beschwere es noch nicht mal rauf. Das passiert einfach. Jedes Mal. Egal ob Chainsaw World, TS Classic, irgendeine komische Scheiße passiert irgendwie immer. Das wird manchmal aber irgendwo beim Quality Control reinsetzen. Ich ziehe solche Sachen einfach an. Okay. Ich verbuche das mal unter, es ist noch nicht fertig. Wieder 70 auf uns zu. Südli, wunderbar. Bitte alle aus- und einsteigen. Gucken wir mal, was haben wir hier so schönes in der Gegend. Alle oder sowas in der Art, da hinten. Mal schauen, unter uns. Und jetzt sehr viel Spannendes. Dann glaube ich, da war da vorne ein bisschen spannender, wenn die wieder nach oben kommen.
Sind wir hier Ausgang Stockower Straße, Hermann Blankenstein Straße. Oh, Mickey. Landsberger Allee. Einmal um die Ecke. Ich sehe schon wieder rot. Bevor ich genau dann wieder umschalten, wenn ich kurz davor bin. Was ist das? Wow. Moment mal. Ist das unser letzter Halt? Unser letzter Halt. Okay, dann mache ich die Tür mal noch nicht auf. Ob das der gleiche ICE ist von vorher? Also hier geht's noch nicht weiter. Weil vermutlich die Strecke da hinten nicht fertig ist. Vermute ich mal. Wisst's was? Was? Radfahrhalle. Wir gehen mal nach da vorne. Und ja. Hier nichts fertig momentan. Okay. Ja, wie gesagt, die ganze Strecke ist noch nicht fertig. Aber das, was ich jetzt mal so gesehen habe, war ja gar nicht mal so schlecht. Schauen wir mal ganz kurz auf den Plan. Sind der Player? Ja, man sieht's da. Okay. Und ich der Abschnitt hier. Wo ist jetzt hier eigentlich Erkner? Das ist Gesundbrunnen. Sieht man das irgendwo hier? Wo ist Erkner? Oh, geh da mal zurück. Was sieht hier wie ein Depot aus? Warte mal hier. Limorbit, Westhafen, Port Basin. Wo ist Erkner? Also wie gesagt, kann sein, dass es hier komplett weg ist. Ein bisschen außerhalb ist, was jetzt hier gar nicht umgesetzt ist. Und vermutlich ist genau das der Fall. Sieht irgendwie nichts aus wie nach Depot. Noch was Größerem hier. Na egal. Okay, dann Tür auf und dann hätten wir das geschafft. Ja, war eine nette Erfahrung. Ich bin natürlich kein perfekter S-Bahn-Fahrer. Ich glaube, ich habe es auch halbwegs okay hinkriegt. Und ich glaube, wir schauen auch mal vorbei, wenn die ganze Strecke fertig ist. Und dann glaube ich, fahren wir mal mit was Historischem. So als Abwechslung. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da oder sogar ein Abo. Und dann bis dahin, gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.